Ja, hallo, liebe Stücksfreunde, da sind wir wieder. Ich war noch mal kurz Münzen sammeln, es fehlt ja nur noch eine. Die habe ich dann auch gefunden. 30 von 30. Wunderbar. Und wir stehen jetzt hier vor diesem Schnarcher, den wir eben schon mit ein bisschen Schmutz beworfen haben. Tja, wie werden wir ihn wieder los? Nicht, wie werden wir ihn los, sondern, ja, wie werden wir ihn nicht los, sondern wie kommen wir an ihm vorbei? Speichern wir hier nochmal, damit wir den letzten Stand immer nehmen können. So, tja. Da vorbeilaufen wird nicht sein. Vorbeischleichen hatten wir probiert vorhin. Dadurch, dass da auch Eimer und Ding steht, ist natürlich blöd. Man könnte von oben versuchen, aber ich befürchte, das wird auch nicht klappen. Also entweder machen wir uns einfach unsichtbar. Oder aber wir versuchen zu. So. Das nützt uns aber auch nichts. Er legt sich sofort wieder schlafen. Tja. Versuchen wir es mal mit der Unsichtbarkeit. Tja, da kannst du so viel wütend sein, wie du willst, ne? Ja. Ja, mit den Brustnippel-Piercings würde ich auch laut schreien. Der bräuchte ich jetzt gar nicht mehr, der sieht mich die ganze Zeit, ne? Komm doch, komm doch. Nee, das lassen wir mal lieber. So. So, Sicherheitstrakt. Bin hier mal gespannt. Weiter geht's. Naja, das hätten wir eigentlich beim letzten Video auch nochmal kurz machen können. Aber nur gut. Ich wusste nicht, wie viele Versuche ich brauche, um da vorbeizukommen. Come on, Rakash. Find cell 5 for me. And be quick about it. Cell 5. Let's see. Must be right at the other end of the prison. Some kind of dungeon or torture chamber. So, wir schauen uns um. Ein paar Haken an der Wand. Okay. Wandert da irgendjemand wohin? Wo lang? Ich höre jemand Wasser schlabbern, glaube ich. Den kümmern wir uns später. Da läuft einer rum. Licht machen wir natürlich aus. Ah, da oben ist einer. Ist die Frage, wie weit der nach unten kommt. Erwischen wir ihn da auf dem Treppenaufgang. Ah, sehr schön. Spätestens, wenn er sich umdreht. Oh. Das hat jemand mitgekriegt. Noch mehr außer ihm. Verdammt. Das war so auch nicht. Ja, noch einer. Logge ich die jetzt alle hoch hier? Mal gucken, ob der sich bis hier oben hintraut. Nicht guckt, ob. Alles nicht das Eleganteste hier.
Aber okay. Naja, besonders gut ausgestattet sind wir nicht mehr. Das ist momentan ein bisschen die radikalere Lösung hier. Tja, ist die Frage. Autsch, 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 das war unnötig. Wie soll ich denn da... Ah, okay. So. Das hat mich aber arg Leben gekostet. Unnötigerweise. Wer sieht mich denn da? Ist normalerweise ein schöner Münzenplatz. Natürlich nicht. Nord. Von hier aus komme ich aber auch nicht großartig weiter. Blöd. Eine Runde für Nippes. Da ist ein Wurfmesser. Springen, dann sehen und hören die mich. Ah, läuft nicht ganz so rund momentan. Machen wir das erstmal hier aus. Frage, ob der da stehen bleibt oder so, dann machen wir es dunkel. Leiche kurzerhand verstecken und aus dem Staub machen, wollte ich gerade sagen. Ja, der macht erstmal die Dings wieder an, okay. Ist mir erstmal egal. Das Wurfmesser würde ich mir schon ganz gerne noch ein bisschen... Eieiei, der dreht nochmal um. Wenn er hier rumkommt, erwische ich ihn vielleicht. Der hatte was für mich. Verdammte Axt. Irgendwie achte ich da zu wenig drauf, ob die irgendwas am Gürtel tragen. Das hätte ich ihm doch vorher abluchsen können. Was haben wir denn hier oben? Da hätten wir noch ein Goldharztränkchen, ne? Ist denn da überhaupt noch irgendein anderer zu sehen, oder? Na, der hat einen Goldharztrank. So, da sehen wir natürlich nicht viel, aber können sehen, wenn er hier vorbei wandert. Und dann müssen wir raushüpfen. Wie das lustige kleine Wiesel. Nicht, dass ich gleich einschlafe hier. Sieht man auch nicht mehr.
Ich höre ihn klappern. Hätte ich noch ein bisschen warten müssen, bis er der hat den Schrank gehört hat. So. Ja, gönn dir einen Schluck gesundes Wasser. Du auch. Ja, wunderbar. Damit hätten wir beide gleichzeitig erledigt. Und ich sehe eine Münze. Der kotzt sich da gleich aus. Und der kotzt sich jetzt da aus. Er hat den Säuretrank. Der müsste jetzt eigentlich von alleine selber verschwinden. So, Münze ist mein. Ich glaube, den können wir relativ gefahrlos hier. Pöck! Aua! Können wir relativ gefahrlos hier hinpacken. Ah ja, ich hau mal erstmal die ganzen Stühle weg. Ah, wie viele Messer sind denn hier? Holla! Ist nicht schlecht. So, und ich kann mal wunderbar da reinpacken. Ja, wenn das so ist, dann können wir natürlich auch ein paar einfach mal mit dem Messer hier abwerfen. Hier ist aber keiner mehr. Also, wo haben wir ein paar Typen zum Wegwerfen, Abwerfen, Totwerfen? So. Habe ich den nicht getroffen? Ach, die kann ich nicht abwerfen. Verdammte Axt. Die kann ich nicht abwerfen, ich Schlaukeks. Okay, Messer. Zwei Messer verschwendet. Das waren die Typen mit dem Helm. Oh. Gut, dass wir ein bisschen Vorrat haben. Ich dachte, ich hätte den verfehlt. Nö. Das passiert ja auch mal, dass man dann so quasi die Ecke trifft oder so, wenn man zu knapp irgendwo dran steht. Ist das hier auch den Helm? Okay. Ouch. There's no way I'm getting close to that monster. Or I can kiss my ass goodbye. Tja, da geht's tief runter. Die sehen sich gegenseitig, ja? Höchstens versuchen, den wegzulocken. Okay.
Ich hatte gedacht, ich könnte den ablenken und dann den anderen in der Zwischenzeit töten, aber wo bin ich denn jetzt? Da bin ich, okay. Aber das hat nicht so geklappt, wie ich das gehofft habe. Ist die Frage, komme ich hier anderweitig weiter? Bestimmt. Das ist natürlich dummerweise. Hoppla. Freier Fall. So. Das machen wir jetzt nochmal in gut. Ist die Frage, was bringt mir das? Kann ich da ranspringen? Muss ich da ranspringen? Oder ist das da eine doofe Aktion? Ich höre schon wieder Wanzen. Die sind da echt scheiße positioniert. Wenn ich da jetzt hinspringe. Einfach weil es Spaß macht. Ich glaube, nur vorbeischleichen ging nicht. Steht natürlich auch wieder ein Besen rum. Naja. Ist gut. Eia. Grüne Matsche. Das war ein Matschstück. Also lassen wir das dann mal an der Stelle. Ja, und an den beiden. Nö, nö. Alles schön. Der röchelt da unten rum. So, wie sieht denn hier so der Plan aus? Den da hinten können wir vielleicht erwischen. Je nachdem, wie lange der da sich tummelt. Da haben wir ein paar Wanzen, okay. Wenn der weit genug herüberläuft, dann erwischen wir. Ah, nicht an der Ecke hängen bleiben. Den haben wir. He's got himself killed. I want the bastard who killed him, all right? Macht ihr mal. Kommen die komplett hier rüber? Ah, verdammt.
Ah, okay. Schauen wir mal. Wird aber auch die letzte Aktion für heute sein, denn danach gibt es wieder eine Pause. Naja, okay, das war extrem schlau, würde ich mal sagen. Einfach blind nach und vorletzte Aktion. Komm, irgendwie will ich den noch erwischen, der geht mir nämlich gerade ein bisschen auf die Nüsse. Sicher fühle ich mich aber hier nicht. I'll get you next time. Hier ist aber relativ sicher. Mal gucken, wo der jetzt lang wandert. Eventuell erwischen wir den da, wenn dann die von unten nicht hochkommen und uns meinen, sie müssen uns in die Mangel nehmen. Und da sind dummerweise auch ein paar Wanzen. Gucken, ob wir ihn hier erwischen. Ja, wir schon mal ihn gut. Können ihn hoffentlich, ja, hier auch sauber unterwerfen. So. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, hier stehe ich einigermaßen sicher. Dann machen wir hier mal ein kleines Päuschen. Dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Zurück zu Styx. Und ja, viel Spaß beim Schleichen für den Frieden.